Ich isolierte mich von Freunden und meiner Familie. Ich hatte starke Kopfschmerzen, ich weinte viel, ich hatte rheumatische Beschwerden. Ich habe meine Haare geschnitten und von blond zu schwarz gefärbt. Ich fühlte mich schrecklich schuldig. Ich hätte die Zeichen sehen sollen, aber das tat ich nicht. Von Gewalt Betroffene leiden oft schwer unter den Folgen. Wir als Betreuende tragen eine besondere Verantwortung, sowohl als Beobachtende als auch im eigenen Umgang mit unseren Schutzbefohlenen. Das Wohl unserer SportlerInnen muss stets über dem sportlichen Erfolg stehen. Wie können wir unserer Verantwortung gerecht werden und Gewalt im Sport aktiv verhindern? Wir müssen unser Training so gestalten, dass die Rechte aller AthletInnen respektiert werden und wir ihnen eine sichere Umgebung gewährleisten. Sportverbände und Vereine als Institutionen haben eine originäre Verantwortung zum Schutz vor Gewalt. Dazu wurden bereits viele Schutzmaßnahmen umgesetzt. Beispielsweise hat die Deutsche Sportjugend Empfehlungen für Verhaltensregeln formuliert, die gerade für BetreuerInnen relevant sind. Verhältnis zwischen BetreuerInnen und SportlerInnen professionell gestalten. BetreuerInnen sollten immer transparent handeln. Keine Bevorzugungen oder Geschenke an Einzelne. Kein gemeinsames Duschen, Umkleiden oder Übernachten mit SportlerInnen. Kein sexualisiertes Verhalten oder Sprache. Keinen körperlichen Kontakt oder Berührungen gegen den Willen der SportlerInnen. Keine sexuellen Beziehungen zwischen BetreuerInnen und SportlerInnen. Keine Verbreitung von Fotos und Videos zum Schaden von Einzelnen. Einzeltrainings nur mit Kontroll- und Zugangsmöglichkeiten für Dritte und unter Absprache. Beachten wir diese Richtlinien, haben wir schon viel geschafft. Doch wir müssen auch aktiv hinsehen und handeln. In der Rückbetrachtung glaube ich schon, dass es Menschen gegeben haben muss, denen aufgefallen ist, wie intensiv er daran gearbeitet hat, mich von allen anderen zu isolieren und zu separieren. Einige der Mannschaftsverantwortlichen hatten ihn verdächtigt, aber sie unternahmen nichts. Was können wir also tun, wenn wir Anzeichen von Gewalt bei anderen erkennen? In manchen Fällen kann es schon helfen, Betroffene oder Akteure persönlich auf das Beobachtete anzusprechen. Andernfalls entsteht vielleicht der Eindruck, dass das Verhalten in Ordnung ist. Bei schweren Formen von Gewalt braucht es oft mehrere Anläufe bei den Betroffenen, sich zu äußern, oder sie zeigen dies nur indirekt. Die Kenntnis über Vorfälle, vor allem sexualisierter Gewalt, löst oft Unsicherheit, Wut und Angst aus. Umso wichtiger ist es, dass man schon im Vorhinein weiß, was im Falle eines Falles zu tun ist. Wenn eine betroffene Person sich dir anvertraut, ist es zunächst wichtig, dass du Ruhe bewahrst. Höre aktiv zu, zeige Anteilnahme und ermutige die Person, sich dir weiter anzuvertrauen. Signalisiere ihr auch, dass sie keinerlei Schuld an dem Erlebten trägt und dass du das, was sie dir erzählt hat, vertraulich behandelst. Teile ihr aber auch mit, dass du dir selbst Hilfe oder Unterstützung holen wirst, sie jedoch bei weiteren Schritten einbeziehen wirst. Protokolliere das Gespräch anschließend möglichst detailliert ohne Interpretationen und kontaktiere die zuständige Ansprechperson im Verband oder eine Fachberatungsstelle, mit der du gemeinsam das weitere Vorgehen besprichst. Achte in diesem Zusammenhang unbedingt darauf, dass du keinerlei Informationen an die potenzielle Tatperson gibst. Also schau hin und sag was, denn wer schweigt und wegschaut, schützt die Falschen. Im nächsten Video erfährst du, welche Folgen Gewalt für die Betroffenen haben kann und was du tun kannst, wenn du Anzeichen beobachtest, dass jemand von Gewalt betroffen sein könnte.